på jakkeparten. Dankeschön, jetzt nur hinein i parten. Schritte und Ruhe im Saal. Ich möchte jetzt noch mal nur die Jahrkarten sehen. Ruhe im Saal, bitte. Und jetzt nur hinein i parten. Der Antrag ist mit einer leichten Mehrheit angenommen. So, das bedeutet, dass wir jetzt sofort über den Antrag PA582 verhandeln. Der Antragsteller steht schon am Mikrofon. Kurz noch mit. Darf ich vorstellen? Gut, bitteschön. Du hast 3 Minuten Zeit für die Vorstellung des Antrages. Ich bitte um Ruhe im Saal. Bitteschön. Sonst hört es nicht. Ich habe einen Antrag gestellt, dass wir die Zeitreisentechnologie entwickeln innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das würde es uns ermöglichen, Dinge wie die, die hier in Bochum passiert sind, irgendwelche verkackten Geo-Battles statt Programm oder einen schlechten Antrag zur Stellung Mitgliederversammlung und andere Sachen zu fixen. Wir haben dadurch die Möglichkeit, eine Partei zu werden, die vor dem Parteitag der Anträge liest, versteht und beschließt. Wir haben hierfür, ich glaube, 20.000 Euro eine Werbeveranstaltung gemacht, dafür, warum diese Veranstaltung nicht funktioniert. Ich hoffe, beim nächsten Parteitag ist ein ordentlicher Antrag für eine ständige Mitgliederversammlung, wie es zum Beispiel in Italien gerade passiert, bei denen wir. Ich bitte um Ruhe, der Antragsteller stellt noch einen Antrag vor. Der Antrag ist selbst erklärt. Danke. Der Antrag ist selbst erklärt. So. Zunächst ein GO-Antrag auf Meinungsbild zu diesem Antrag. Wer wäre für die Annahme dieses Antrags? Ich bitte um Kartenzeichen. Zunächst nur die Ja-Karten. Wer wäre für die Annahme dieses Antrags in Meinungsbild? Vielen Dank, jetzt nur die Nein-Karten. Das Meinungsbild ist sehr durchmischt, aber doch leicht positiv. So. Dann eröffnen wir jetzt die Diskussion über diesen Antrag. Schließung der Redeliste. Ja, das überrascht mich nicht. Alles klar, ich werde jetzt gleich die Redeliste schließen. Ich möchte alle Leute, die noch zu diesem Antrag sprechen möchten, bitten, sich das eigentlich. Oh, Entschuldigung, wir müssen das nicht abschließen. Wer ist für die Schließung der Redeliste? Alles klar. Dankeschön, jetzt nur die Nein-Karten. Wer ist dagegen? Ich werde jetzt gleich die Redeliste schließen. Alles klar, wer möchte noch dazu sprechen? Bitte bewegen. Der Dr. Simon Weiß bewegt sich. Spaß gehabt, dann ist es wieder gut. Aber es wird doch jetzt die Erde berührt, dass wir die Zeitreise in Grundsatz ausprobieren. Ich würde einfach mal. Ich finde das ist geil. Das ist jetzt nur, weil ich mich so aufwehe. Nein. Doch. Ich finde es eigentlich sogar noch. So, ich möchte die anwesenden 2000 Piraten im Saal bitten, jetzt nicht alle sich auf der Redeliste einzureihen. Zu viele Argumente gibt es gar nicht, dass jedem von euch noch was Neues einfällt. So, wer ist jetzt der Letzte auf der Liste? Herr Lauer ist unterwegs. Gut. Du bist. Heiko, willst du auch reden oder läufst du rüber? Du willst irgendwie laufen. Gut. Christopher Lauer ist der Letzte auf der Redeliste. Danach ist die Redeliste geschlossen. Eine kurze Durchsage: Die AG Gesundheitspolitik trifft sich um 16 Uhr im Foyer. Die AG Gesundheitspolitik um 16 Uhr im Foyer. Und ich bitte um Ruhe im Saal und wir eröffnen jetzt die Verhandlung über diesen Antrag. Jeder hat 1 Minute Zeit. Der Erste, bitte. Bitte seid ruhig. Vielen Dank. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass es ein Spaßantrag ist. Wir haben unseren Spaß. Ruhe bitte, Ruhe! Danke. Ich denke, wir sollten uns klar machen, wenn wir diesen Antrag hier jetzt beschließen, dann darunter steht er in unserem Wahlprogramm. Und zwar in unserem offiziellen, ernsthaften Wahlprogramm. Wir nehmen zur Wahl antreten. Und die Bürger werden diesen Antrag lesen und sie werden sich darüber Gedanken machen. Und sie werden sich auch Gedanken machen. Über das Meinungsbild bin ich relativ schockiert gewesen, weil das Meinungsbild hat gesagt, dieser Antrag wird angenommen. Deswegen bitte
drauf, ne? Ja, das ist geil. Ist dieser, wollt ihr diesen Antrag? Entschuldigung, erstens ist deine Zeit vorbei und zweitens habe ich das Meinungsbild gerade abgefragt. Es ist jetzt nicht so, als wären in der Zwischenzeit viele Argumente gekommen, die jetzt die Meinung sagen, geändert hätten. Nur ich werde nicht ganz kurz hintereinander so viele Meinungsbilder abstimmen lassen, okay? Gut. So, der nächste bitte. Ja, ich möchte mal sagen, ich bin ja aus der Zukunft hergeschickt worden, aus dem Parteitag 2040. Gegenfrage, der Antrag oder ich?
wir haben noch einen Meinungsbild. Das Meinungsbild lautet folgendermaßen: Bist du durch irgendwelche Argumente von deiner Meinung zum PA582 abzulegen? So, bitteschön. Wer sich noch abregen lässt durch Argumente, zeigt mir die Ja-Karte. Wer das nicht glaubt, die Nein-Karte. Wer ist dafür, der zeigt sie wieder gegen. Zunächst nur die Ja-Karten, die Nein-Karten. Das Meinungsbild fällt eindeutig negativ aus. Vielen Dank. Der nächste auf der Redeliste, bitte. Ja, hallo, ich bin zurück aus Wolfsburg und ich kann euch sagen, der Antrag ist vollkommen überflüssig, denn die Stadtverwaltung Wolfsburg verfügt bereits über die zeitweise Technologie und kann Bürgermeister, die bereits abgewählt sind, Leute verpflichten lassen während der Ratssitzung. Wir brauchen diesen Antrag also nicht, die Technologie existiert, melde dich bei der Stadt Wolfsburg, ich habe bereits vor deinem Antrag gestellt, dass sie allen interessierten Menschen kostenlos zur Verfügung stellen. Ökonomisch und ich weiß auch gar nicht, was da passieren soll. Und ich gehöre ja eigentlich so der Generation Harry Potter an, sprich so 90er Jahre geboren. Und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber da wird halt immer davor gewarnt, dass man sich so selbst absticht oder irgendwelche Sachen, wenn man sich nochmal über den Weg läuft. Und ich finde, wir sollten den Antrag vertagen aufs nächste Mal und eine eigene Arbeitsgemeinschaft dafür machen. Ich glaube, ja, das Ganze nochmal durchplanen und dann auch Studien vorstellen. Dankeschön, Herr Nächste, bitte. Wir wollen als vernünftige, kluge Politiker uns etablieren in Deutschland. Wenn wir nochmals Wahlprogramm schreiben, wir als vernünftige, kluge Politiker in Deutschland wahrgenommen werden wollen, da gibt es viel zu viele Menschen, die das missverstehen und sich denken, was für ein Haufen Scheiße. Das macht keinen Sinn. Wir müssen die Zeitmaschine reinbauen. Ich grüße euch. Also dieser Antrag ist so, er geht leider nicht auf die Gefahren ein, also die Gefahren durch Zeitreisen, durch Paradoxien etc. Deswegen würde ich euch vorwarnen, diesen Antrag anzunehmen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass gerade Politik auch mit ein bisschen Spaß betrieben werden muss. Man braucht es, um sich zu motivieren, um es nicht auch auf den Locker zu nehmen, wenn man zu verkrampft sind, dann ist es auch ein bisschen. Deswegen, ja, etwas dafür, etwas dagegen. Gut, vielen Dank. Okay, ganz kurz, das war der 15. Redner. Wir haben einen Georgstag auf Schluss der Debatte, bevor ich den abstimmen lasse, noch zur Aufmerksamkeit. Erstens, die Schatzmeister von Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bremen, Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und NRW werden eine Akkreditierung gebraucht, und zwar sehr dringend. Also, die Schatzis von Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bremen, Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und NRW da eine Akkreditierung. Noch eine andere wichtige Sache, wo ich auch um eure Aufmerksamkeit bitte. Wir haben über das ganze Wochenende ziemlich coole Gebärdendolmetscher gehabt und ich möchte euch bitten, euch bei den Gebärdendolmetschern, und zwar namentlich Sina Deine, Manni Fietz und Eva Willmann zu bedanken. Ja, dann werden wir. So, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den EU-Antrag auf Schluss der Debatte. Wir hatten 15 Redebeiträge. Wer ist dafür, respektive dagegen? Zunächst nur die Ja-Karten. Wer ist dafür? Wer ist für Schluss der Debatte? Okay. Dankeschön, jetzt nur die Nein-Karten. Der EU-Antrag ist angenommen. Die restlichen Redner werden nicht mehr gehört. Allerdings bekommt der Antragsteller noch die Möglichkeit für sein Abschlussstatement. Du hast 2 Minuten Zeit. Bitte schön. Ich fand es sehr erschreckend, dass ich fast 52 Leute an der Schlange angestellt habe, um über diesen Antrag zu diskutieren. Ich bin trotzdem dafür, dass wir ihn annehmen. Danke. Gut, vielen Dank für dieses Abschlussstatement. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag PA582 Zeitfall. Das ist ein Antrag zum Wahlprogramm. Er würde die Zweidrittelmehrheit benötigen. Bitte schön, zeig mir für das Wichtige gegen die Annahme dieses Antrags. Zunächst nur die Ja-Karten. Nur die Ja-Karten. Oh. Danke, jetzt nur die Nein-Karten. Leute! Die Zweidrittelmehrheit wurde nicht erreicht, der Antrag ist abgelehnt. Ich möchte mich aber trotzdem ganz herzlich bei euch dafür bedanken, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist gut, dass wir darüber geredet haben.
Das für mich nicht eindeutig genug. Du siehst von vorne ja besser als von hinten. Komm runter? Gleich. Vielleicht auch nochmal nach. So, wir fahren fort in der Tagesordnung. Als nächstes wird der Antrag PA 628 zum Jugendschutz verhandelt. Der Antrag wird.